Computex 2015 und haben uns hier mal bei MSI eingefunden, denn hier hat die Firma Tobi aus Deutschland zusammen mit MSI, Intel und Microsoft das erste Notebook mit integriertem Eye-Tracking stehen. Wann das 17-Zoll-Modell, das ist eine Variante des GT72, in Deutschland auf den Markt kommt, kann man uns noch nicht so richtig sagen. Hat natürlich alles was damit zu tun, dass die Technik erstmal in die Serienreife gebracht werden muss, heißt also fertig integriert werden muss. Ansonsten ist das Gerät soweit fit und eigentlich schon für den Markt bereit sozusagen. Und wir wollen mal kurz gucken, was die Tobi-Kamera hier bzw. das Eye-Tracking von Tobi in diesem 17,3 Zoll Gaming-Notebook so hinbekommt. Zur kurzen Info, ist ein 17,3 Zoll großes Display an diesem High-End-Gerät. Ansonsten die übliche Technik, die man so erwartet. Wir haben also einen High-End-Chip von Intel aus der Haswell-Serie bzw. Broadwell inzwischen zusammen mit ohne Ende RAM, einer sehr, sehr dicken Grafikkarte und bis zu 3 SSDs, beziehungsweise es sind sogar 4 M2 SATA SSDs hier verbaut. Aber viel wichtiger ist hier eben das Eye-Tracking von Tobi und da unten diese rot leuchtenden Punkte sind das, was eigentlich wichtig ist, um euren Augen zu folgen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, dann schauen wir mal. Das erste, was ich machen würde, ist also jetzt einmal mich zu kalibrieren, was ein kurzer Prozess ist eigentlich, bei dem man einfach auf verschiedene Punkte auf dem Monitor schaut. Und das muss einmal gemacht werden pro Nutzer. Es ist also nicht so, dass man jedes Mal, wenn man den Computer anmacht, eine Kalibrierung machen muss, sondern es ist einmal pro Nutzer. Das wird gespeichert im Profil. Man muss es im Prinzip nie wieder machen. Ja, das war es auch schon. Nächster Schritt ist einfach, wir gehen rein und schauen uns mal Assassin's Creed Rogue von Ubisoft an. Und was also hier Ubisoft integriert hat in das Spiel, ist die Möglichkeit, die Kamera zu bewegen, ausschließlich beim Verfolgen eigentlich meiner Augen. Das heißt, wenn ich also nach rechts gucke zum Beispiel, schwenkt die Kamera nach rechts. Wenn ich nach links gucke, schwenkt die Kamera nach links, nach oben oder nach unten. Und man kann also so entsprechend die Kamera steuern. Der Vorteil natürlich ist, dass ich also hier nicht nur ein Charakter im Spiel bin, sondern ich bin ein Teil vom Charakter. Das heißt, ich kann den Charakter steuern und durch das Spiel gleiten lassen. Sobald ich also dann aber anfange zu laufen, ist es nicht so, dass ich die Kamera steuere, sondern steuere ich dann tatsächlich auch den Charakter. Das heißt, die Maus liegt still und ich kann also rumlaufen und mich entsprechend navigieren durch das Spiel. Die Maus kann natürlich immer benutzt werden und man hat die Möglichkeit also zu wählen als Spieler, sobald ich die Maus benutze, überschreibt sie die Eye-Tracking-Funktion, das heißt die Hände sind immer noch die endgültige Entscheidung treffen, was passieren soll, aber man hat entsprechend die Augen dafür da, um zu integriert zu werden. Sobald ich, schauen wir mal hier, so. Sobald ich vom Monitor wegschaue, beispielsweise in die Kamera schaue oder irgendwas ähnliches mache, dann dauert es ungefähr 2 bis 3 Sekunden, das Spiel geht in eine Pause und ich schaue die zweite. Das hat natürlich den Vorteil, dass man also das Spiel verlassen kann, dass man also weg vom PC gehen kann, oder man guckt aufs Handy oder ähnliches, das Spiel geht in Pause und sobald ich also wieder zurückgehe, geht es weiter und ich kann gleich weiter. Ebenfalls hat Ubisoft integriert eine Möglichkeit, also zu zielen, dass man beispielsweise mit den Augen dann auch in verschiedenen Kampfszenen die Pistole oder ähnliches steuern kann. Leider hier in dem Level noch nicht möglich. Da müssen wir erst ins Level Nummer 3 kommen. Ne? Ihr habt ja auch in Windows zumindest die Möglichkeit angedacht, dass man da sich einloggen kann, ganz einfach. Ist korrekt, genau. Das können wir uns einmal anschauen, dass wir, wie sich das also im Windows dann verhalten würde. Und hier ist es ähnlich wie im Spiel, wenn ich also weggehe vom Computer, geht der Computer in einen Standby-Modus, was wir also jetzt hier sehen, der Monitor ist also aus. Sobald ich mich da vorstelle, erkennt mich der Computer wacht quasi auf und danach kann ich mich einloggen. Zum Einloggen muss ich auf 3 verschiedene Punkte schauen, die man natürlich selbst festlegen kann. Und hier in dem Fall ist es jetzt, links oben ist der Astronaut, rechts oben ist der Basketball und unten in der Mitte ist das Telefon. Das ging recht schnell.
Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche, was wir von unserem Telefon kennen. Dass man also zum Beispiel an unserem Android-Telefon ein Pattern hat, was man dann also mit dem Finger verfolgt. Das Gleiche kann man auch mit den Augen auf dem Bundestag machen. Der Vorteil ist natürlich einmal, dass es sehr schwierig ist, für jemanden zu erkennen, wo man hinschaut. Aber es ist natürlich auch eine sehr einfache und sehr komfortable Geschichte. Gut, das war ein kurzer Blick auf das Eye-Tracking von Tobi hier in dem MSI GT72 Gaming Notebook auf der Computex. Dieses Video wird präsentiert von Asus. Ja, das war es auch schon. Nächster Schritt ist einfach, wir gehen rein und schauen uns mal Assassin's Creed Rogue von Ubisoft an. Und was also hier Ubisoft integriert hat in das Spiel, ist die Möglichkeit, die Kamera zu bewegen. Ausschließlich beim Verfolgen eigentlich meiner Augen. Das heißt, wenn ich also nach rechts gucke zum Beispiel, schwenkt die Kamera nach rechts. Wenn ich nach links gucke, schwenkt die Kamera nach links, nach oben oder nach unten. Und man kann also so entsprechend die Kamera steuern. Der Vorteil natürlich ist, dass ich also hier nicht nur ein Charakter im Spiel bin, sondern ich bin ein Teil vom Charakter. Das heißt, ich kann den Charakter steuern und durch das Spiel gleiten lassen. Sobald ich also dann aber anfange zu laufen, ist es nicht so, dass ich die Kamera steuere, sondern steuere ich dann tatsächlich auch den Charakter. Das heißt, die Maus liegt still und ich kann also rumlaufen und mich entsprechend navigieren durch das Spiel. Wartet, wir haben also einen High-End-Chip von Intel aus der Haswell-Serie, beziehungsweise Broadwell inzwischen, zusammen mit ohne Ende RAM, einer sehr, sehr dicken Grafikkarte und bis zu 3 SSDs, beziehungsweise es sind sogar 4 M2 SATA SSDs hier verbaut. Aber viel wichtiger ist hier eben das Eye-Tracking von Tobi und da unten diese rot leuchtenden Punkte sind das, was eigentlich wichtig ist, um euren Augen zu folgen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, dann schauen wir mal. Das erste, was ich machen würde, ist also jetzt einmal mich zu kalibrieren, was ein kurzer Prozess ist eigentlich, bei dem man einfach auf verschiedene Punkte auf dem Monitor schaut. Und das muss einmal gemacht werden pro Nutzer. Es ist also nicht so, dass man jedes Mal, wenn man den Computer anmacht, eine Kalibrierung machen muss, sondern es ist einmal pro Nutzer. Das wird gespeichert im Profil. Man muss es im Prinzip nie wieder machen. Dieses Video wird präsentiert von Asus. Hallo, wir sind auf der Computex 2015 und haben uns hier mal bei MSI eingefunden, denn hier hat die Firma Tobi aus Deutschland zusammen mit MSI, Intel und Microsoft das erste Notebook mit integriertem Eye-Tracking stehen. Wann das 17-Zoll-Modell, das ist eine Variante des GT72, in Deutschland auf den Markt kommt, kann man uns noch nicht so richtig sagen. Hat natürlich alles was damit zu tun, dass die Technik erstmal in die Serienreife gebracht werden muss, heißt also fertig integriert werden muss. Ansonsten ist das Gerät soweit fit und eigentlich schon für den Markt bereit sozusagen. Und wir wollen mal kurz gucken, was die Tobi-Kamera hier bzw. das Eye-Tracking von Tobi in diesem 17,3 Zoll Gaming-Notebook so hinbekommt. Zur kurzen Info ist ein 17,3 Zoll großes Display an diesem High-End-Gerät. Ansonsten die übliche Technik, die man so ab... Die Maus kann natürlich immer benutzt werden. Und man hat die Möglichkeit, also zu wählen als Spieler, sobald ich die Maus benutze, überschreibt sie die Eye-Tracking-Funktion. Das heißt, die Hände sind immer noch die endgültige Entscheidung treffen, was passieren soll. Aber man hat entsprechend die Augen dafür da, um zu integriert zu werden. Sobald ich, schauen wir mal hier, so. Sobald ich vom Monitor wegschaue, beispielsweise, in die Kamera schaue oder irgendwas ähnliches mache, dann dauert es ungefähr 2 bis 3 Sekunden. Das Spiel geht eine Pause, ich schaue, geht es weiter. Das hat natürlich den Vorteil, dass man also das Spiel verlassen kann, dass man also weg vom PC gehen kann oder man guckt aufs Handy oder ähnliches. Das Spiel geht eine Pause und sobald ich also wieder zurückgehe, geht es weiter und ich kann gleich weiter. Jedenfalls hat Ubisoft integriert eine Möglichkeit, also zu zielen, dass man beispielsweise mit den Augen dann auch in verschiedenen Kampfszenen die Pistole oder ähnliches steuern kann. Leider hier in dem Level noch nicht möglich. Da müssen wir erst ins Level Nummer 3 kommen. Ja. Ihr habt ja auch in Windows zumindest die Möglichkeit angedacht, dass man da sich einloggen kann, ganz einfach. Ist korrekt, genau. Das können wir uns einmal anschauen.
dass wir, wie sich das also im Windows dann verhalten würde. Und hier ist es ähnlich wie im Spiel, wenn ich also weggehe vom Computer, geht der Computer in einen Standby-Modus, was wir also jetzt hier sehen, der Monitor ist also aus.